Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Heute ist Freitag, das heißt, es gibt ein neues Häkelvideo. Heute will ich euch zeigen, wie man Maschen zu- oder abnimmt. Und zwar die Maschenzunahme, wenn man die irgendwo mittendrin hat oder auch am Anfang, ist eigentlich ganz einfach. Wenn man ein gerades Stück hat, ist die Maschenzu- oder Abnahme eh meistens am Anfang. Nur wenn man zum Beispiel Spiralen häkelt oder Kreise, dann kann es auch mal mittendrin sein. So, die Maschenzunahme ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einfach nur zwei feste Maschen in eine Masche machen. Also einmal und zweimal. Und schon habt ihr eine Masche mehr in der Reihe. Bei der Maschenabnahme gibt es zwei Varianten, beziehungsweise drei. Wenn ihr irgendwo mittendrin seid, könnt ihr es entweder so machen, ihr überspringt einfach eine Masche und häkelt in die übernächste. So. Oder ihr häkelt zwei Maschen zusammen. Das heißt, ihr häkelt in die erste rein, holt den Faden und holt dann gleich noch den Faden durch die nächste Masche. So. Und dann holt ihr den Faden, zieht ihn durch alle drei durch. Dann habt ihr auch eine Masche weniger in der nächsten Reihe. Ihr könnt aber auch, zum Beispiel wie hier, wenn es dann heißt, in der nächsten Reihe die erste Masche überspringen, also zusammenhäkeln, reduzieren, könnt ihr das so machen. Ihr könnt entweder natürlich eine Luftmasche häkeln, also eine Wendeluftmasche häkeln, dann wenden und die erste einfach überspringen und gleich in die zweite häkeln. Oder aber ihr wendet das Ganze ohne Wendeluftmasche und sieht das Ganze so aus. Dann habt ihr schon gar nicht mehr hier die Masche zum Einstechen wirklich und könnt dann gleich in die nächste einstechen. So. Dann sieht das Ganze so aus. Wenn es jetzt heißt, zum Schluss eine Masche abnehmen, wird natürlich normalerweise die hier übersprungen, die vorletzte, oder die vorletzte und die letzte werden zusammengehäkelt. Was ich euch aber nicht empfehlen würde, außer es steht in der Anleitung, wenn ihr nach Anleitung häkelt, ist die vorletzte quasi als letzte Masche zu benutzen. Also dass ihr die dann auslasst, weil es gibt dann so komische Stufen. Und je nachdem, ob ihr dann noch einen Rand hinhäkelt oder was auch immer, sieht es nicht ganz so aus. Also ihr könnt es auch machen, klar, aber es ist nicht ganz so hübsch. Außer es ist natürlich nach Anleitung, dann ist alles okay. Dann gibt es noch die Zunahme, wo man Zu- und Abnahme, wo man gleich mehr Maschen zunimmt bzw. abnimmt. Dann natürlich, wenn es heißt, vier Maschen abnehmen quasi oder um vier verringern, dann lasst ihr einfach 1, 2, 3, 4 die letzten vier aus und wendet dann natürlich ganz normal. Dann haben wir schon mal vier weniger in der Reihe. Oder aber ihr müsst gleich mehrere zunehmen in einer Reihe. Dann ist das auch ganz einfach. Moment. So, sind wir schon im letzten. Wenn es heißt, noch mehr zunehmen, sieht schon ganz schön schief aus. Wenn ihr jetzt in der Reihe zum Beispiel vier Maschen zunehmen würdet oder wollt, weil ihr irgendwas vorhabt, dann macht ihr einfach jetzt noch eine Kette mit fünf Luftmaschen, hängt die einfach daran. Eins. So, dann dreht ihr die Arbeit, das sieht dann so aus. Und dann arbeitet ihr ganz normal in die zweite Masche ab der Nadel eure festen Maschen rein. Jetzt müsst ihr gucken, weil es ist ja ein bisschen gedreht. Ihr könnt einfach von oben drauf schauen, dann seht ihr, wo ihr einstechen müsst. So. Und die letzte Luftmasche hier.
So, wenn ihr das habt, dann könnt ihr ganz normal in eurer Reihe weiter häkeln. Also wie ihr die Zu- und Abnahmen macht, bleibt euch überlassen. Ich würde euch bloß empfehlen, wenn ihr nach Anleitung häkelt, häkelt auf jeden Fall so, wie es in der Anleitung steht. Damit das Ergebnis auch so ist, wie ihr es haben wollt. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Däumchen oder ein Abo. Ist auch umsonst. Und in dem Fall... viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss!